Oh, ey, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe einen Termin gehabt. Ein kleines Experiment. Das ist ein Mensch. Kleines Experiment. Ein bisschen Geld abgestaubt. Kann ich gebrauchen für die Reise, für die Deutschlandtour. Ja, und dann treffe ich mich gleich mit einer Kollegin. Glückstausch. Muss natürlich auch sein, bevor ich jetzt für den Rest des Monats weg bin. Das ist übrigens mein letztes legendäres, was mir auf Lucky fehlt. Ist ein Raikou und dann. Wobei, Wespe fehlt mir jetzt, also die drei neuen vom Seen-Trio. Wobei, soll ich hier lang gehen? Ja, ich gehe da lang. Ich gehe einfach einmal um den Typen herum. Und dann habe ich alle Legendären auf Lucky. Also ich habe allgemein fast alles auf Lucky, außer ein paar Sachen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe jetzt eine Menge Glücksfreunde, aber die meisten sind halt außerhalb. Ansonsten natürlich ein paar Arenen. Später treffe ich mich hoffentlich mit Tati, weil bevor ich noch auf die Tour gehe, müssen wir was abschließen. Und zwar das. Und zwar das Döner-Thema mit den Top 3 Dönern in München. Und wir haben erst zwei abgecheckt, das heißt Nummer 3 muss heute abgecheckt werden. Ja. Ich habe hier ein 10er-Ei, weil ich habe 8. Moment, ich darf keine 9 Stops drehen. Ich habe immer 18er und der 9. Der Unendliche soll immer ein 7er sein. Wenn man mal verpennt und aus Versehen dreht, ja, dann kriegt man ein 9. Ei. Lavita. Hätte Shiny 100 sein können aus dem Ei. V-Check. Cooler Auftritt, versaut, weil ich auf irgendwas gestiegen bin. Auf jeden Fall, wir nehmen mal hier ein Doppelrate mit. Kann man sich mal gönnen. Wieso nicht? Vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine, die Arena-Punkte. Ich muss mal so ein Video machen mit den Top-Locations, wo ich meine Kamera absetze. Oder so ein Behind-the-Scenes. Und 17,19. Ja. Kann man entspannt weitergehen. Also ich fange den sowieso, aber Kamera aus. Müsst ihr nicht sehen, wie ich den fange. Zweiter Versuch. Oh, zweiter Rate, wir versuchen ja eigentlich gar nichts. Schon ist er down. Wir schauen mal. Ich habe den vorhin übrigens gefangen mit Silberner. Für meine goldenen Sparten. Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott, ist das schlecht. Vor dem Dönerladen. Sieht schon echt saftig aus. Ich warte auf Tati. Es gibt Neuigkeiten. Neues kleines Event wurde angekündigt. Passend zu dem neuen Film, der jetzt kommt oder jetzt kam. Weiß gar nicht, lief der schon? Ich glaube, der kommt noch. Meisterdetektiv Pikachu. Ich glaube, die Premiere war schon diese Sneak Preview. War klar, Pikachu mit Detektivmütze ist am Start. Aber nicht wild in der freien Wildbahn, sondern durch Fotobombing wieder. Ich weiß nicht, was ich von der Idee halten soll. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Dass die halt jetzt nicht mehr wild kommen, sondern durch dieses Fotobomben. Jetzt einmal war es ganz nett, aber jetzt immer die neuen Pikachus, weiß ich nicht. Griffe Shiny. Neue Shiny, sehr gut. Doppel-EP fürs Fangen. Was für mich nicht schlecht ist, weil ich bin in den neuen Städten unterwegs. Neue Stops drehen mit Glücksei, also die nehme ich gerne mit, die EP. Wird schon abgehen. Ich glaube, in den 10 Tagen gehe ich echt ab. Mal wieder, nach langer Zeit. Erhöhte Spawns von Pokémon, die im Film auftauchen. Zum Beispiel Snubbull, Bisasam, Pummelhof, Anton. Ist okay. Dann natürlich Raids und Crests, passend zum Film. Welche das sein werden, werden wir noch herausfinden. Manche munkeln irgendwas mit Mewtwo, weil im Film kommt Mewtwo vor. Bezüglich Raids. Wir werden sehen. Ich würde darauf nicht wetten. Ich würde darauf sicher nicht setzen. Aber ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass Mewtwo in den Raids kommen wird. Nicht schlecht. Kleines, nettes Event. Passend zum Film. Ich bin in der Filmwelt Frankfurt. Freitag und Samstag. Kommt vorbei. Ja, wir können zusammen den Film anschauen und das Event nutzen. Das läuft vom 7. bis zum 17. Mai. 10 Tage. Arkadasch! Das ist er. Ich hab den schon lange nicht mehr gegessen, aber früher war der echt krass. In unseren Augen.
Preis her, der billigste, 4,50 von den drei. Bin echt gespannt im Vergleich zu den anderen jetzt. Das Gute ist, die Soße ist nicht durchgesickert, dann tropft nicht runter. Ich hab meine drei, also ja. Platz 1 Türkisch, sage ich auch gleich warum, Platz 2 Mustafa und Platz 3 Arkadaş. Der Döner hier jetzt gerade eben war echt gut, der war wirklich lecker, Fleisch war gut, Brot war lecker, er war sehr einfach, oh ja. Aber er war sehr gut, wirklich. Ja. Aber wegen der Einfachheit ist er für mich auf Platz 3, geschmacklich top, weil bei den anderen hast du noch mehr. Also Türkisch ist sowieso krass, weil der hat 3-4 Soßen, der hat Minze, der hat mehr Auswahl, der hat einfach krassere und das schmeckt auch viel zu geil. Und das Brot von dem, auch wenn es so aus wie so ein Sandwich-Burger, richtig top. Mustafa auch, weil der auch sich Mühe gibt mit den ganzen Beilagen. Und er hat auch Platz 3, was nicht schlecht ist, weil aber auch wirklich sehr, sehr lecker ist. Wirklich lecker. Ja. Wirklich. Kann ich ihm so zustimmen? Der ist halt schon krass, aber für sein Niveau ist er halt krass. Genau. Ja. Also der ist halt echt basic, aber dafür, dass er basic ist, ist er krass. Wirklich sehr solide. Deshalb ist auch aber die Frage, ob es vielleicht noch andere andere Dönerläden gibt, ja, die noch ein Tick vom Niveau her höher sind, ja, als er zum Beispiel. Jetzt auch wieder ein bisschen Gas geben wie so die anderen Zweiter. Das wissen wir nicht. Also, keine Ahnung, aber jetzt momentan für mich auf jeden Fall Platz 3. 4,50 hat er gekostet. Ja. Türkisch 5 und Mustafa ist 5 irgendwas. Echt? War der teuerste, was der Mustafa? Ja, 5,90 kostet er, glaube ich, sogar. Schon ziemlich viel, also das ist schon sehr, sehr grenzwertig. Und dann aber noch die Schlange. Ja, Mann, für den Preis 4,50 und wir haben den Döner endschnell bekommen. Er war warm, das Brot war getoastet. Wirklich top, wirklich 1A, ja. Also früher waren wir irgendwie mehr gehypt von dem. Also früher waren wir echt sehr oft da hinten. Das ist richtig, ja, aber weil einfach er, ich glaube, der hat einfach seinen Standard gelassen. Ja, ist einfach von den Zutaten und alles so geblieben. Viele andere erweitern ihr Sortiment oder versuchen was Neues. Okay. Kriegen aber dadurch auch wahrscheinlich auch diesen Hype und diese Kunden. Ja. Und deswegen, aber wie gesagt, immer noch geschmacklich 1A. Ja. Kann man nichts falsch machen. So ist es. Jo, das war's. Vom drittbesten Döner in München. Die Dönerei erstmal abgeschlossen, die Top 3 Döner in München. Noch bevor ich jetzt auf Tour gehe und dort hoffentlich viele gute Döner probieren werde. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es wird nicht schwer, München zu schlagen. Ich meine, die 3 Döner sind gut, aber ich denke, da geht auf jeden Fall viel, viel mehr. Ich bin gespannt. Noch ein paar Neuigkeiten bezüglich dem Event. Der Kollege Krills hat wieder was in den Daten gefunden mit seinem Data Mining. 2 Sachen, was ganz witzig ist. Und zwar die Quests. Bei den Quests steht da nicht genau da, was man machen muss. Zum Beispiel, fange die Feuerentwicklung von Evoli. Anstatt einfach fange ein Flamaga. Ich muss jetzt freihand übersetzen. Fange das Samen-Pokémon, dass man dabei sieht, wie es einen Fluss durchquert. Hab keine Ahnung, Lututsu. Oder hier, catch the Water-Type-Pokémon carried in a backpack. Fange das Wasser-Pokémon, das in einem Rucksack getragen wird. Würde ich jetzt gerade auf Anhieb nicht wissen. Schreibt in den Kommentare, ob ihr das wisst, welches Wasser-Pokémon das ist, das im Rucksack getragen wird. Müsste ich mal den Pokédex durchschauen, aber auf Anhieb wüsste ich das nicht. Zweite neue Info, was sehr, sehr krass ist, neue Lokmodule. Frostmodul sozusagen, ich nenne es jetzt mal Frostmodul, das heißt Glacial Lokmodul. Magnetic,
also Magnetmodul und Moosmodul. Also Eis, Stahl und Pflanze. Und dementsprechend werden die Pokémon des Typen angelockt. Und, man weiß noch nicht genau, wie das sein wird, Pokémon können sich dort entwickeln. Sprich, die Weiterentwicklung von Evoli, Eis und Pflanze und Magnezone beim Magnetlockmodul. Wie genau das ablaufen wird, keine Ahnung, aber 3 neue Lockmodule mit der Möglichkeit, dass sich die Pokémon dort entwickeln und ja, bestimmte Typen angelockt werden. Ich meine, die Idee gab es schon lange, bestimmte Typ-Lockmodule, die gab es echt schon seit Anfang an eigentlich. Jetzt wird es eingeführt, wahrscheinlich, weil ist nicht sicher, das kommt, aber wenn Kratos es findet, ist es eigentlich ziemlich sicher, also schon ziemlich krass. Und mir fällt gerade auf, das müsste, also das hier mit den Modulen, müsste an sich gar nichts mit dem Pikachu-Event zu tun haben. Das könnte auch irgendwann viel später kommen, also das muss nicht unbedingt heute Abend aktiv sein beim Event. Das startet heute Abend, schaut im Livestream vorbei. Also keine Ahnung, wann das kommt, aber wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Event. Doppel-Fang-Bonus, Doppel-EP-Fang-Bonus. Wie gesagt, ich werde Glücksei anhaben für die neuen Stops. Ich denke, ich könnte da wieder ein bisschen EP machen. Der Ganove, der Schlingel, Spieletrend ist mir dicht auf den Fersen. Er macht in letzter Zeit so viel EP. Und ich mache nur Arenen, also jetzt diesen Monat kein Arenen. Was ich sehr vermissen werde, weil die ganzen Raids auf Arenen, die ich nicht auf Gold haben will. Aber, ja, Zeit, um EP zu machen mal wieder. Wird auch, ich denke, die Pause wird mir gut tun von den Arenen. Danach bin ich richtig heiß wieder auf die Arenen. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anamis ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und Döner ist auch serious business.